Das Game ist mir echt Krätze. Apropos Krätze, wir sind die Orsons und wir spielen unseren aktuellen, wunderschönen Song, unsere wunderbare Ode an die Toleranz, Horst und Monika. In einem Land, in dem man sich gerne beklagt, die Fahne wird nur während der EM geweht. Wir sind wieder Deutsche, nur nicht übertreiben. Da gab's einen Mann von relativ kräftiger Statur, auf der Bomberjacke ein Button der NPD. Jetzt hab ich Freunde, hier kann nicht mehr leiden. Er hieß Horst und Horst fühlte sich nicht mehr wohl in seinem Körper. Er hatte genug von seinem Hodensack. Also hat Horst gedacht, schneide ich ihn einfach ab, trete aus, werde links und dann nenne ich mich Monika. Weg mit den Nazis, hör mit der Scheide. Alles ist möglich, wenn du hörst zu. Monika, Monika, Monika. Von Horst zu. Monika, Monika, Monika. Die besten Geschichten schreibt wohl immer noch Bär. Das echte Leben, ach so, ein scheinbar nettes Städtchen mit großer rechter Szene. Da gab's einen Typ, der noch vor wenigen Jahren aktenkundiger Rechter und NPD-Mitglied war. Tada! Mit einem Hechtsprung ins andere Geschlecht umgewandelt. Da ist dir auch das Recht sein Vergang. Heutzutage kandidiert sie für die Linke als Frau. Die Biene wurde zur Blume, der Himmel ist blau. Alles ist möglich, wenn von du willst zu. Monika, Monika, Monika. Monika, Monika, Monika. Von Mann zu Frau, von rechts nach links, aus Dunkelheit ins Tageslicht. Unten ohne die Toleranz-Ikone. Ab von Horst zu Monika, Monika, Monika. Ab von Horst zu Monika, Monika, Monika. Von Horst zu Monika war es ein weiter Weg. Doch wenn man sie jetzt sieht, ja, dann sieht man, dass alles geht.